Da hat die Mutter der Nation ja wohl mal wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn natürlich erfolgt ihr rasanter Ausstieg aus der Kernenergie nicht, weil die Physikerin Frau Dr. Merkel ernsthaft glaubt, dass die deutschen Kernkraftwerke durch das Erdbeben in Japan über Nacht unsicher geworden sind. Wie soll man sich das auch vorstellen? Glaubt irgendjemand ernsthaft, Angela Merkel hat nach dem Beben samt Tsunami in Japan ihre Physikbücher aus dem Regal geholt, die Passagen über Schwerkraft nochmal nachgelesen und dann messerscharf geschlossen, dass Flugzeuge tatsächlich auf Kraftwerke stürzen können? Wobei es offenbar wahrscheinlicher ist, dass ein Flugzeug auf die jetzt sofort abgeschalteten Altmeiler fällt, als auf eines der Kraftwerke, die bis Ende 2021 weiterlaufen. Nein, die Kanzlerin hat keine Angst vor einer Kernschmelze in deutschen Atomkraftwerken, zumindest keine größere als vor Fukushima. Sie hat Angst vor einer Kernschmelze in der Wahlurne. Der Stresstest für die Atompolitik waren die Wahlen in Baden-Württemberg und Bremen. Hätten die Baden-Württemberger Mappus im Amt gelassen und hätte die CDU sich in Bremen halbwegs gehalten, dann hätte die Kernenergie noch eine Chance bekommen. Aber wenn selbst die konservativsten Wähler im konservativsten Bundesland scharenweise zu den grünen Spinnern überlaufen und wenn Rot-Grün in Bremen trotz Schuldendesaster noch stärker wird und selbst die Endlagerung von Westerwelle die FDP in Bremen nicht vor der Kernschmelze bewahren konnte, dann weiß unsere Grötatz, die größte Taktikerin aller Zeiten, was zu tun ist. Es ist mal wieder Zeit, die Pferde zu wechseln. Genauso wie sie von der Kopfpauschale im Gesundheitswesen abgerückt ist oder von der allgemeinen Wehrpflicht, begräbt sie jetzt die Kernenergie. Der schönste Wendehals des Universums hat nämlich nur eine unumstößliche Überzeugung. Merkel will auch nach 2013 noch Kanzlerin sein. Mit welchem Programm? Mit welchem Koalitionspartner? Völlig egal. Das durfte der frisch, aber leider nicht ganz durchgebackene Vizekanzler Rösler eindrucksvoll erleben. Rösler wollte das Tempo des Ausstiegs verzögern. Erst lehnte er ein festes Datum für den endgültigen Ausstieg ab, dann wollte er von 2021 nochmal hoch auf 2022 und am Ende konnte er nicht mal die von den rot-grünen Länderchefs geforderte stufenweise Abschaltung verhindern. Den Ausstieg hat Merkel mit Rot und Grün verhandelt. Der nette Herr Rösler durfte am Ende nur noch nicken. Ansonsten hat er genau die Klappe zu halten, mit der Merkel ihre Probleme zu erschlagen versucht. Sie hat die SPD ausgelutscht und abserviert, sie hat die FDP pulverisiert und jetzt freut sie sich auf die Grünen. Bis neulich.